Mainz. Mainz ist Mainz. Mainz ist in der Nähe von Kaiserslautern, Karlsruhe, ne, und so. Und Frankfurt. Mainz ist Hessen, genau. Ist Hessen, aber ist egal. Ne? Erstmal willkommen im Club der Chaoten. Die beiden Chaoten seht ihr da hinten ja schon wieder rumfahren. Hallo. Wir sind hier hoffentlich endlich in den nächsten 10, 20 Minuten fertig. Daran glaube ich jetzt aber auch nicht. Wieso? Da zieht man einen Finger, wenn ihr wisst, dass ihr langsam seid. Ja, du stehst da hinten rum, ne? Was soll ich denn anderes machen? Soll ich euch schieben oder was? Ja, genau. Da werde ich jetzt mal kommen zum Schieben. Ja, nee. Du kannst aber auch eine Gartenschere nehmen und kannst schon mal ein bisschen weiterhelfen, ne? Vorsicht, Marcel! Komm zum Schieben. Tatsächlich schiebt er mich auch, wenn ich auf die Bremse gehe. Das gibt's ja, hier, ich mach gar nichts, ne? Ja, schon klar. Das liegt auch daran, dass du im Prinzip jetzt gerade 0% Bremsleistung hast. Oh. Ja, das ist kein Sitz. Du machst im Prinzip jetzt 0% Bremsung. Hau mal ab da, von den billigen Rängen. Ach komm, was für billige Ränge. Da hier müssen wir mal ein bisschen ranschieben. Mann, ey. Immer noch nicht voll. Und dann schreien sie ja rum. Junge. Leute. Wir haben hier keine Profis am Werk. Keine. Nicht ein bisschen. Doch ich. 100%. Ja. Dann zeig mal deine Flugskills. Meine was? Deine Flugskills. Das Feld kann man dann nach Flügen bestimmt. Ei. Also ich bin der Profi. Also irgendwie. Ja, hier gibt's aber nur Beetflug. Was für ein Beetflug? Tja, siehst du mal. Wisst ihr mal, was ein Beetflug ist? Dieses Wort Beetflug kennt der nicht, der Junge. Ja doch, kenne ich. Das ist dieser lange Flug. Davon gibt es auch zwei Unterschiede. Davon gibt es auch noch einen Unterschiedflug. Es gibt auch mittlerweile Drehflüge. Ein Beetflug kannst du nicht drehen, einen Drehflug kannst du drehen. Musst du kein Beet damit machen. Deswegen heißt der Beetflug, weil du damit ein Beet flügst. Also eine Beetform flügst. Und was du vielleicht meinst, das Beten in der Kirche, das ist damit nicht so gemeint. So, bin voll, Matze, du darfst. Ich darf? Ja, warte mal, ich hab gerade eigentlich die Begierde mal hier ein bisschen zu pressen. Na, du darfst aber, ich bin voll. Dein Sohnemann fährt und du bist nicht am Träger. Nee, das ist richtig. Ich wollte mal ein bisschen produktiv sein. Auch nicht richtig. Hau ab! Wo soll ich denn hinhauen? Du weißt schon. Ey, und da beschwert er sich, dass er nicht mit Profis arbeitet, ist aber selber kein Profi. Halt den. Du weißt aber schon, dass du hier nur einen gewissen Puffer hast. Wer? Du weißt aber schon, dass du nur so einen gewissen Puffer hast. Was? In deinen Häcksler hier. Ich dachte, da ist ein Tank dran. Nee. Nein. Denkst du, warum ich so Stress gemacht habe bei der Papa jetzt gerade? Aber das war jetzt aber gerade Absicht, dass er das gemacht hat. Nee, eigentlich nicht. Was meinst du jetzt davon? Dass du weitergefahren bist. Ach so, ja, nee. Fahr doch jetzt um die Ecke rum da. Wo denn? Da gerade rum.
Ja, ich sehe in der Ansicht nicht viel. Du kannst doch jetzt hier rundfahren. Diese paar Meter können wir jetzt auch rundfahren da wieder. 884.000 haben wir jetzt mittlerweile im Lager. Das wird ein schönes Silo. Na, den Heim kannst du jetzt stehen lassen. Und das sieht immer noch sehr leer aus. Da passt doch bestimmt ein guter Schub rein. Da würden bestimmt noch 1,5 Millionen reinpassen. Ja, okay. Das ist kein Witz, Marcel. Das sind ja nur Liter. Das ist ja im Prinzip, es ist ja nicht gesagt, wie viele Kilos das sind. Verstehst du? Das sind ja nur Liter, die verdichtet sind, dann im Endeffekt. Ja? Aber ich stelle gerade fest, der sprüht doch ganz schön weit hin. So wie er soll. Das ist in Ordnung. So, ich glaube mal knapp einen Anhänger brauchen wir noch mal hier, Bobby. Ja, ich bin schon da. Gleich. Bin schon da auf Achse. Weil ganz werde ich es nicht reinkriegen. Definitiv nicht. Entweder ein oder fast zwei wären das noch. Minimum. Mensch. Kannst du abfahren. Es bringt jetzt nichts eigentlich wie für die Radprozent da. Ja. Da hatte ich mir doch schon gedacht, dass ich da anfahre. Wäre totaler Blödsinn gewesen, wenn wir das so nicht gemacht hätten. Ja, ich habe auch noch mal ein bisschen festgefahren in der Zeit jetzt. Das ist schon mal sehr liebensgewürzig, dass du das gemacht hast. So bin ich halt. Mhm. Ja, ach, lass die drei stehen. Marcel. Müssen weg. Da ist der innerliche Monk ist da wieder drin. Bobby. Wenn es eine Regel gibt, dann ist es, dass das Feld am Ende leer sein muss. Keine Ahnung, muss er sein. Ja, dann müsstest du aber dich dann schon mal losmachen, dass du dann so langsam mal die Grasspuren wegkriegst, ne? Wieso? Ja, es liegen doch genug Gras auf dem Feld. Also Papa, jetzt kriegst du Ärger von mir. So, Ärger, was meinst du, was wir die ganze Zeit gemacht haben hier? Denkst du, wir schon geschlafen? Ja. Ja, guck mal die Folgen an, du. Also ich meine, ich habe gar nicht reingeguckt, also. Nein, ich weiß gar nicht, was eigentlich passiert ist. Ich schätze mal, ihr kriegt alles mit, ne? Was? Wird eng. Schätze. Nee, ich meine, im ersten kriegst du definitiv nicht mit, das ist klar. Aber dürfte klappen. Lass noch mal hier stehen. Ich rufe dich, wenn es nicht reicht. Weil dann würde ich sagen, dann mache ich nämlich noch mal ein bisschen Festfahrer. Genau. Wie gesagt, ich rufe dich, wenn es nicht reichen sollte. Es reicht nicht.
Weil festgefahren werden muss ja auch noch. Und dann müssen wir das, ihr das ganze Kram noch reinfahren wieder in die Mitte. Das war mein Hinterrad. Was? Wo du reingefahren bist. Macht nichts. Ist produziert nur Platten. Egal, so ein Reif kostet ja nur 500 Euro. Wirklich? Nein. Ich habe letztens gehört, für ein John Deere 6R 9000 Euro. Ja, ja. Von Michelin. Muss sich ja lohnen. Das ist aber auch kein Scherz, Marcel. Die Reifen, die sind schweineteuer. Wahrscheinlich. Die Reifen von deinem Opas Trecker, die haben alleine 4.500 Euro gekostet. Will ich niemals bezahlen, dafür, ganz ehrlich. Du musst es ja mal so sehen. Die Reifen benutzt du ja auch nicht ein Jahr, sondern zwei, drei, vier Jahre teilweise. So, du ist alles weg vom Feld. Ja, weil ich da bin, ne? Verstehst du, Marcel? Ja. Das sind normale Preise, das kannst du nicht ändern. Ja, dann guck dir mal ein Autoreifen kostet ca. 150. Ja, ja, aber wenn du einen vergoldeten Dings hier holst, vergoldeten Bugatti-Reifen. Ne? Ja, du mit deinem Bugatti immer. Ja, was denn? Bist du so? Du siehst aus bald so wie Bugatti. Du Bugatti. Ich sag nur mal so, ein Reifen für einen Bugatti Chiron, Veyron, wusste ich damals, waren glaube ich 9000 Euro Einsatz. Nur Siehst Reifen. Du? Aber bestimmt nicht vergoldet. Hat aber, ist aber bei weitem nicht so groß, das weißt du, ne? Ja gut, aber so schön. Da komm ich jetzt an. Ich würd's mal so sagen, Marcel. Ich glaub mal, kann ich mir später ganz bestimmt leisten. Ne? Die Terra-Ketten. Ich glaub mal, das kostet bestimmt so einen Satz an die 10 Mille. Wahrscheinlich. 10.000. Über 10.000 Euro. Ja, das sind dann aber keine Millionen. Eine Satz. Ja, Mille, ja. Das nennt man so, muss ja. Nee, eine Mille ist eine Million. Oh, ich hoffe, dass ich hier nicht drauf zu springen kann. Ah, ich hab's geschafft. So, ich würde mal sagen, Poppy ist ein Lokführer da, wie man das dann nennt. Sieht einfach so aus. Ja, ist das halt so. Hier kannst du noch mal mit der Schaufel ein bisschen lang gehen hier und das einsammeln. Und das hätte ich jetzt sowieso gemacht. Deswegen habe ich noch nicht abgedeckt. Am Kuchen essen. Da wir noch vier Kuchen über haben, wir wollen jetzt noch essen, mich hier und du auch. Ja, gut. Leute, da gibt's Kuchen. Ah. Alle hin da. Alle Hallo? Hin da. Meiner. Hast du gehört? Meiner. Ja, tschüss, also ich geh einmal kurz. Jo. Bin ich nur nicht lange wieder da, ne? Jo. Jetzt gebe ich auf die Kante ja auf, auch nicht verkehrt. Jo, läuft bei dir? Mhm. Läuft bei dir. So. Diese Bockwurstfinger. Wollte ich auf Taste 4 drücken, damit ich ein Tempomat höher stellen kann, wisst ihr? Also
Und was komme ich auf die Taste 5? Dann ging mal kurz das Radio bei mir an. Ja, aber das nur. Radio. Aber nur 2-3 Sekunden, danach ging es wieder aus. Also alles im grünen Bereich. So, da gucken wir doch mal, ob wir vernünftig das machen können, ja? Mhm. Guck mal, ob du das vernünftig machen kannst. Mhm. Ich mach das schon vernünftig, mach keine Angst. Nicht so wie den letzten Fehler. Ne, Poppy? Immer diese große Klappe von ihm. So groß ist die doch gar nicht, da passt doch gar nichts rein. Würde ich jetzt auch sagen. Nee, ist kein Scherz. Passt nicht hier rein. Aber ja. Weißt du, was das Doofe ist an der ganzen Geschichte? Nee. Ich müsste eigentlich noch wesentlich mehr hochfahren, aber es geht nicht. So einfach, wie man sich das vorstellt. Ja, mach das, was das geht, und dann der Rest ist halt so. Ja, das Problem ist halt, ich feuer hier wieder die Hälfte runter. Ja. Wie gesagt, was geht, geht, was nicht geht, geht nicht. Ist halt einfach so. Und verdichten müssten wir ja auch noch. Und deswegen fahre ich auch alles wieder runter. Ach, wo war denn hier? Kollegen. Nach Hause. Da wollen wir mal gucken, dass wir das noch irgendwie erstmal reinschieben. Ob wir das jetzt hier auf der Seite festfahren oder auf der anderen Seite festfahren, das ist jetzt unwichtig. Wenn du sagst, mehr geht nicht als du jetzt hast zum Beispiel, dann ist das in Ordnung. Ja, aber 99% und Ja gut, 100% wäre schon von Vorteil, ja. Deswegen ja. Ah, ich krieg das schon irgendwie hin. Genau. Aber ich bin ja schon ein bisschen kleiner, bin ja noch ein ganz kleiner. Bin ja ein Noob. Ja, du lachst.
schwierig, ein Noob zu werden. Weil Noobs, diese Noobs, ne? Kann man auch essen manchmal, wenn sie Milch schwimmen und so. Ach nee, das waren ja die Loops. Matze, wieder ganz groß im Blödsinn labern. Ach komm, ich stelle gar nicht, das stimmt doch gar nicht, ich doch nicht. Naja. Ich bin doch ganz lieb. Naja, und ich heiße Jesus. Hallo Papa. Ja, dann sagt der Papa mal, dass du Feierabend machen musst, ne? Ich mach das jetzt noch Ende. Weil ich bin nämlich gleich soweit. Weil die Ecke hier drüben ist das nämlich ein bisschen prädestinierter dafür, dass ich die dann zumachen kann. Wie gesagt, das ist ja nicht mehr, ist ja nicht viel. Es ist immer nur 1%, den ich da war. Und so viel habe ich auch nicht mehr hier. Ja, schon klar. Und von daher mache ich das, wie ich das ruhig noch zu Ende fertig kriegen. Ja, das sind noch zweimal Schaufeln oder so. Alles gut. Dann sieht das schon relativ gut aus. Machen wir halt eine kleine Überlänge heute. Genau. Ja, das wollte ich auf jeden Fall noch fertig haben. So. Und Janas? Ja, haben wir fast alles drin in der Zeit. Oh. Vom MB-Truck die Anhänger stehen, sind sauber, der MB-Truck ist sauber, der Häcksler ist sauber, steht in der Halle. Jetzt fahre ich gerade den ZD rein, mache ich den noch sauber. Super. Na komm, komm du Prozent. Dort, super. Da gehen wir es auch ab. Dann kann ich jetzt auf jeden Fall noch abdecken, Silo abdecken. Yeah! Und wir haben es gedeckt. Juhu! So. Mit diesen Worten der Abdeckung machen wir dann auch Feierabend. Mein Sohnemann habt ihr ja gehört, der ist gerade beim schönen Essen. Fast. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao! Tschüss.